So, ich stehe jetzt hier im Dock Neuland am Dienstagmorgen zur ersten Eröffnung. Wir stehen jetzt auch schon wirklich auch direkt hier neben der ersten Station. Das ist Live to Come 360 Degree, Through the Eyes of a Premature Baby. Das ist ein Film, der wurde mit einer Nokia Oso in einem Krankenhaus gefilmt. Der geht ungefähr 15 Minuten. Man kann eben das Leben eines Babys durch diese Augen sehen. Wir probieren das natürlich jetzt auch gleich aus. Das werdet ihr gleich sehen. Ich bin jetzt hier anscheinend in einem Krankenhaus. Es ist sehr, sehr dunkel hier in dem Raum. Oben sind nur kleine Lampen, die leuchten so ein bisschen. Die sind auch manchmal verteilt. Ich werde hier gerade durchgeschoben. Ich liege anscheinend in einem Krankenhausbett. Das wird gerade von vorne von einer jungen Dame geschoben. Und hinter mir ist auch noch ein Arzt. Und der tippt gerade auf einem Gerät rum. Und hat auch gleichzeitig ein Plimpert in der Hand und schaut immer ein bisschen drauf. Und es ist sehr, sehr dunkel. Und ich werde hier durchgeschoben. Und weiß nicht, was ist. Und man hört sie auf Französisch sprechen. So, das war jetzt ein kurzer Einblick in den Film. Es war sehr, sehr krass. Man konnte eben sehen, 360 Grad, ich konnte überall mich umschauen und alles Mögliche sehen. Und ich finde, es hat auch ein Zukunftspotenzial, dass das in Zukunft vielleicht auch das Fernsehen ablösen könnte oder beziehungsweise auch eine ganz andere Sichtweise den Menschen geben würde, wie man die Welt erkunden kann und wie man das Ganze darstellen kann.